Krieger haben vor nichts Angst. Und Löwenkrieger sowieso nicht. Ein Löwe und ein Krieger hat eigentlich vor nichts Angst. Aber da muss man. Ich hab's aber geschafft, oder? Ich hab es wirklich so zu denken wie Maurice schon. Das war ja genau die gleiche Antwort, die ich auch im Kopf hatte. Aber das ist dann alles tragisch, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich das alles neue kann. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute reden wir über Kinderzimmergeflüster. Maurice ist wieder da mit einer völligen fatalen Selbsteinschätzung. Maurice hat Fragen auf Instagram beantwortet zum aktuellen Kampf der Reality Stars Format und da wir darüber ja berichten, passt es in unsere Berichterstattung auch recht gut rein. Ihr wisst es aus der Vergangenheit, Maurice inszenierte Brandrede an die Nation ist denn doch meistens wirklich einfach nur ein kleiner Plop. Ja, aber groß aufgeblasen. Das gucken wir uns heute an. Und wenn ihr sagt, Mensch, Danny, wir wollen nichts mehr verpassen, lustige Trash-Highlights, dann für dich herzlich eingeladen, dich dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen, meine Lieben. Ich quatsch gar nicht so lange. Wir schalten mal direkt rein zu Maurice in den Kindergarten, wollte ich schon sagen. Nein, ins Kinderzimmer. Feuer frei. Katzenreporter-Handy, da ist es. So. Es ist schon eine einladende Geste. Er lädt euch alle bei dem familienheimischen Sofa euch ein, euch hinzusetzen. Ja? Und jetzt beantwortet er die Fragen. Wir hören mal rein. Also ist kein Schnaps, ist Wasser. Wir hören mal rein. Na, meine Lieben, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für die ganze Anteilnahme, für die ganzen vielen Fragen. Habt ihr erst gedacht, dass jemand gestorben ist? Ja, wegen der Anteilnahme. Aber er meint natürlich an der Anteilnahme für Kampf der Reality Stars. Aber in dem Moment dachte ich, oh, mein Beileid. Aber habe ich auch bei dem Format gedacht. Selbst persönlich gar nicht mit gerechnet, weil längere Zeit kam ja auch von mir nicht so viel. Aber trotzdem, da zeige ich natürlich, wo wir sind. Da müssen wir immer dann anknüpfen und vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt wegen der Frage, wie war die Zeit bei KDRS? Ich würde sagen, unvergesslich. Der Einzug alleine, legendär, ist noch nie passiert. War klar, dass mir da passieren muss. Von daher, ich kann euch eins sagen, live war das noch viel, viel krasser. Ja, was ist passiert? Also ihr wisst ja alle, dass Maurice von Löwen als Krieger ausgebildet und aufgezogen wurde. Das sagte er selbst einmal. Aber er wurde auch in Teil seiner Kriegerausbildung auch von Seepferdchen und Seelöwen ausgebildet. Und das war der Grund, warum das Meer ihn zurückholte. Oder aber, was einige auch gedacht haben, dass Ariel Teil 2 Live-Verfilmung gefilmt wurde. Und deswegen ist er als Ariel aus dem Wasser gestiegen. So müsst ihr euch das vorstellen. So war die Szene. Aber ja, wie gesagt, der Einzug war legendär. Aber auch die Spiele, die man da macht, so, ne, dass man sich auch ein bisschen mal selbst auf den Arm nimmt, ist auch schön, wenn man jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Da macht man einiges richtig, finde ich. Denn ein Tag ohne ein Lachen, ne, ein Lächeln, ne, ein Tag, wenn man nicht lacht, ist ein vergessener Tag. Ja, ein Tag, wenn man nicht lacht, ist ein vergessener Tag. Andersherum, wenn ihr Post vom Finanzamt bekommt, lacht einfach den Tag nicht, dann ist der Tag vergessen. Geht auch mit schlechten Dates oder auch mit Nachbarschaftsstreitereien oder aber auch, wenn ihr mit eurem Partner nicht mehr so einverstanden seid, einfach den Tag wieder vergessen und dann ist alles gut. So ist die Devise von Maurice, aber er korrigiert es jetzt noch einmal, weil er hat gemerkt, da stimmt was nicht. Ne, verloren hat das so. Und von daher, ja, war eine geile Zeit und immer wieder gern. Also die Frage, die kann ich nicht so einfach beantworten. Also die Frage ist, wie ist es, einer der geilsten Männer im TV zu sein? Das war die Frage und er kann sie so natürlich nicht beantworten, aber er beantwortet sie euch, weil ihr alle gefragt habt. Hört auf, immer alle zu fragen, deswegen passiert sowas. Man muss natürlich auch zugeben, dass es nicht so schwer ist bei der Konkurrenz, die da auch vorgeschlagen wird. Ne? Also da ist dann auch so, ne? Was soll man da machen? Aber ich muss ja auch zugeben, immer wenn ich mich im Spiegel angucke, ich finde mich ja auch nicht verkehrt. Aber das sollte jeder über sich selbst denken. Weil jeder Mensch ist schön auf seine Art und Weise. Da hat er recht. Man muss dazu sagen, Weisheiten mit Maurice aus dem Kinderzimmer, da sind zum Teil wirklich gute Ansätze bei. Das meine ich jetzt wirklich ohne Humor. Das meine ich wirklich ernst. Er hat gute Ansätze immer, wenn ich seine Weisheiten mir anhöre. Und dann kommt aber immer wieder so eine Selbsteinschätzung, die völlig daneben ist. Und dann ist halt wieder blöd. Ja, das ist halt so. Weisheiten mit Maurice. Ich würde sagen, warum bin ich schön? Weil ich ein schönes Lächeln habe. Weil dafür hat der andere vielleicht eine schönere Nase. Oder auch schönere Augen.
Deswegen, jeder schöneren Charakter gibt's auch. Jeder Mensch findet seinen Deckel und auch seinen Topf. Und deswegen, Dankeschön für das liebe Kompliment. So, Weisheiten mit Danny. Mein Papa hat immer gesagt, mein Papa. Ich habe noch nie meinen Papa zitiert. Jeder Topf findet einen Deckel. Es sei denn, du bist eine Bratpfanne, dann gibt es nur den Spritzschutz. Muss man also wirklich, Zitat von Papa. Sage ich nur, hat Papa immer gesagt. Ist übel, ich weiß, ist übel. Aber das war auch nicht auf Maurice gedeutet, sondern generell gesagt. Aber ich fand die Weisheit passte hier rein. Aber wir sind alle schön. Und für den einen sind wir schöner, für den anderen vielleicht nicht so. Aber ich finde mich persönlich auch super. Und naja, das passt. Also, ich habe eine Vision. Die Vision ist, dass ich nach Amerika reise. I have a dream. Wisst ihr, da muss ich dran denken an die Rede. Also die Frage ist, was steht auf deiner Bucketlist ganz oben? Ganz oben. Und jetzt hören, also auch eine schöne Vorstellung, die er hat, nur dann halt wieder Maurice-like. Mit meiner Frau zusammen, das ist alles auf der Bucketlist ganz oben. Ne? Deswegen verknüpfe ich das so ein bisschen. Vision Amerika. Las Vegas, wir beide ziehen uns schön an. Meine Frau, schönes Kleid, schön elegant, offene Schuhe, schöne Füße, lackiert so, ne? Ich schön angezogen, wir sitzen am Roulette-Tisch. Wir sitzen am Roulette-Tisch. Meine Frau hat die Hand schön auf meine Schulter, so wie im Film. Ich gewinne die Million, gehe als Millionär nach Hause. Aber vorher gehen wir in diese Love Church, wir heiraten. Ach so. Bin über Nacht verheiratet. Zack, alles schon geregelt. Frau kriegt Ring von mir, von Automat. Und dann ab nach Hause. Welche Frau wünscht sich nicht einen Ring aus dem Automaten? Da muss man aber dazu sagen, in Las Vegas gibt es wirklich schöne und hochwertige Ringe im Automat. Also ich weiß, wie er es meint, aber klar impliziert das zuerst ein Kaugummi-Automat, ja. Familienkunden, am besten Zwillinge, Mädchen und Junge. Und dann habe ich alles, was ich möchte im Leben. Denn Familie ist das Wichtigste. Und das ist so die Vision, die ich habe. Ob die stattfindet oder verwirklicht wird, weiß ich nicht. Aber das ist so auf die Bucketlist, die ich noch packen muss. Ist eine schöne Vision. Jetzt auch wieder ohne Quatsch. Also, ich mache hier sehr viel Witz, ja. Weil Maurice lädt natürlich auch immer dazu ein, dass man ein bisschen sich scherzt. Aber ich finde die Vision jetzt erstmal an sich schön. Warum die Frau die Million nicht gewinnen darf, erschließt sich mir nicht. Aber es ist seine Vision und da möchte ich ihm jetzt auch nicht reinreden. Ja, hör mal. Was soll ich dazu sagen? Ja. Die Frage war, ich feiere dich so. Deine Einstellung ist einfach perfekt. Vielen, vielen lieben Dank. Das sehe ich genauso. Ja. Denn eins muss man mir lassen. Man kann mich lieben, man kann mich hassen. Aber ich sage immer meine Meinung. Stimmt. Und ich bin einer der wenigen, der noch die richtigen Werte vertritt. Oh, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also die Werte, frauenfeindliche Äußerungen gegenüber von Ricarda im Sommerhaus der Stars sind nicht die richtigen Werte. Das möchte ich hier nochmal ganz klar auch für alle anderen Zuschauer ganz klar positionieren, ne? Wie er mit Ricarda im Sommerhaus der Stars umgegangen ist, sind nicht die richtigen Werte. Frauen haben nicht zu unterdrückt zu werden oder schlecht behandelt zu werden oder sonst irgendwas. Also da hat Maurice keine richtigen Werte gezeigt, der Löwenbändiger, der Krieger. Man ja auch in der Show gesehen. Wie viele haben gesagt, ja, ach, wie süß, ne, ist doch richtig schön. Ist doch schön, dass die beiden sich gefunden haben. Ist doch super. Aber wer hat sein Maul aufgemacht? Und wer hat gesagt, ey, das geht nicht. Du hast einen Freund zu Hause. Natürlich der doofe Vogel, wo alle mal sagen, ach, der hat doch keine Werte und so. Aber wer hat da die Werte gehabt? Nämlich meine Wenigkeit. Und von daher, meine Liebe, hast du recht. Ich küsse dein Herz, ich danke dir. Und wir bleiben... Also wenn... Nee, das sage ich nicht. Das würde eine Grundsatzdiskussion losdrehen. Wir haben unserer Linie sowieso treu. Wer uns nicht mag, der hat Pech gehabt. Na? Und der uns gut findet, der findet uns gut. Und deswegen, wir bleiben uns immer treu und lassen uns niemals verbiegen. So, dann kam die nächste Frage. Was treibt dich im Leben an? Was gibt dir Kraft? Auch eine sehr interessante Art. Wir hören rein. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Frage. Die beantworte ich wirklich sehr, sehr gerne. Glaube ich. Und zwar, was treibt mich an? Das sind meine Ziele. Denn ich bin noch lange nicht da, wo ich sein möchte. Aber dennoch bin ich dankbar dafür, wo ich gerade stehe. Sitze. Du bist dankbar, wo du gerade sitzt. Muss man sagen. So viel Zeit muss sein. Sitzen bei Mutti auf dem Sofa. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Er macht das immer zum Thema, nicht wir. Im Fernsehbereich. Weil das ist nicht selbstverständlich. Ja. Und dafür bin ich jeden Morgen dankbar. Aber ich setze mir auch immer in meinem Kopf, ey Maurice, du willst das und das noch erreichen. Also gib Vollgas, sei hungrig und tu alles dafür. Oh Gott, ich sehe den Löwen noch im Dschungel, oder? Oh Gott, nein, nicht Maurice im Dschungelcamp.
War er schon? Bitte, bitte sagt ja, nee, er war noch nicht. Ich meine mich nicht zu erinnern, dass ich ihm schon mal im Dschungel irgendwie begegnet wäre. Nein, dass ich ihn gesehen hätte. Ach, hey, bitte nicht. Und genau aus diesem Grund, ne, habe ich immer Anreiz, weiterzumachen. Ja. Und die Kraft nehme ich von meinen Eltern, denn ohne meine Eltern... Und das Geld. Nein, das passt. Es passt einfach rein, oder? Es passt immer in seine Storys rein. Da würde ich jetzt auch nicht da stehen, wo ich bin, aber auch privat. Ne? Das Ziel, eine Familie zu haben, weil das ist das, worauf es im Leben ankommt. Familie ist das Schönste auf dieser Welt. Richtig. Dafür zu kämpfen, ja? Dafür jeden Morgen sich aufzuraffen. Ja, du bist ein Löwe. Also man muss man ja wirklich sagen, er ist ein Kriegertiger, oder? Er ist so ein Tigerkrieger von Eichhörnchen im Springen ausgebildet und von Goldfischen im Tauchen. Maurice ist einfach wirklich das Ding. Ich verstehe schon, woher diese Selbstüberzeugung kommt. Ich verstehe das schon. Bringt er halt einfach immer nur Kacke rüber, ne? Gas zu geben. Genau das ist das, worauf es im Leben ankommt. Dafür danke ich meinen Eltern. Die geben mir Kraft, die geben mir Energie. Und ich werde meine Ziele erreichen und von daher immer Vollgas geben und niemals aufgeben. Ja. Also, warum der Löwe so gut ernährt war immer? Ja, gut, okay. Das ist jetzt eine Frage, die finde ich auch ein bisschen übergriffig. Da wurde gefragt, warum er so zugenommen hätte. Tatsache hat man ihn bei Kampf der Reality Stars in den einigen Szenen schon etwas üppiger gesehen, als man in Erinnerung hatte, aber ganz ehrlich, wenn ich dort mitmache beim Kampf der Reality Stars, dann denken auch alle, ruft den Notdienst an, der Wal wurde ans Wasser gespürt. Also ist alles in Ordnung, da kann ich mich auch selbst drüber lustig machen, dass ich auch nicht der schlankeste Hüpfer hier bin. Deswegen finde ich die Frage auch ein bisschen unangemessen. Aber Maurice wäre nicht Maurice, wenn der Krieger nicht dafür eine Erklärung hätte, weswegen der Krieger vom Krieger-Tiger zum Krieger-Panda wurde. Das hat er uns auch erklärt, hört mal hin. War immer oft auf Jagd, kann ich dir sagen. Ja. Denn das ist halt so, KDS wird zum sehr ungünstigen Zeitpunkt gedreht. Aber man kann nicht sagen, dass der Krieger oft auf Jagd war, weil dann würde er ja sehr viel verbrennen. Dann müsste man eigentlich eher sagen, der Krieger-Tiger hat sich sehr viel gejagtes Fleisch liefern lassen. Also dann wäre Löwe. Ne? Der Löwe lässt sich ja auch, ich glaube, der Löwe jagt der Löwe selbst, machen doch eigentlich die Löwinnen, oder? Ich habe König der Löwen fast vergessen wieder, aber ich meine, daher habe ich mein Wissen. Nämlich direkt nach Weihnachten. Ja. Neujahr geht's direkt los. Ja. Und was ist im Weihnachten immer schön? Weihnachtsmarkt, ne? Wenn die Frau gut kochen kann, die Frau kocht super, dann ist man viel. Weihnachtsmarkt, Weihnachten, dann auch Silvester. Mein Freund, ich schwör's dir, das war sehr lecker. Und ich habe mein Leben genossen, mir ging es gut zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann war ich jetzt auch nicht so oft im Fitnessstudio. Da habe ich lieber gegessen und mein Leben genossen. Und deswegen war der Löwe ein bisschen mehr ernährt, als er eigentlich ist. Aber lieber zu viel, anstatt zu wenig. Das ist beim Geld so, das ist in allen Bereichen so. Und von daher, ja. Na, weiß ich nicht, ob das in allen Bereichen so ist. Aber hier auch Weisheiten mit Maurice, verstehe ich. Ich verstehe es. Aber ich habe jetzt auch schon wieder inzwischen 10 Kilo wieder runter. Also von daher läuft alles, ist wieder im Lot. Aber KDS wäre cool, wenn er vielleicht im März gedreht werden würde. Weil dann kann man ein bisschen abnehmen, aber so ja. Ist es halt. Das wird die Produktion berücksichtigen fürs nächste Mal. Wenn du auch wieder mit dabei bist, natürlich. So. Dann haben wir eine Frage. Wann verpisst du dich endlich aus dem Fernsehen? Checkst du nicht, dass dich keiner mag? Da hat aber der Krieger-Tiger auch was zu sagen. Denn Maurice wäre nicht der Löwe, der von Weltraumpiraten ausgebildet wurde und von Meerschweinchen begleitet wurde. Das wäre er nicht. Weil da hat er auch was zu sagen. Hör mal rein. Also mal besser. Den Gefallen mit Maurice verpisst dich aus dem Fernsehen. Ah. Der wird leider so schnell nicht mehr in Erfüllung gehen. Nee. Denn ich habe Fuß gefasst. Ich bin jetzt richtig so... In meinem Film. Ja. Weißt du? Ja. Und deswegen prägt dir das Gesicht ein. Da wirst du jetzt noch einige Mal. Warte, wir gucken, so das Gesicht prägen wir uns kurz ein. 3, 2, 2,5. 1-0. Das ist das Gesicht, was ihr euch alle einbringen müsst. Alle sehen. Ja. Und vielleicht irgendwann wirst du vielleicht auch mal auf den Geschmack kommen und sagen, Maurice, du bist ein ganz cooler Typ. Und dass mich nicht alle mögen, das kann ich dir auch nicht so unterstützen bzw. unterschreiben. Warum? Na? Denn es gibt genug, die sagen, du bist ein geiler Typ. Ja, das sind die Verwandten, die das immer sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so in den Kommentaren ist es Tatsache wirklich so, dass nicht so viele Maurice-Fans dort unterwegs sind. Das sind nicht so viele. Also, aber ja, es kommt ja auch immer an, was man liest. Und an die halte ich mich. Denn die Leute, die einen immer runterziehen wollen und so, die brauchen wir nicht im Leben. Die motiviert einen natürlich. Ach so. Aber die, die einen Kraft geben, sind die, die sagen, Maurice, du bist ein geiler Typ. Ein Tiger. Selbst wenn 100 Stück mich fragen würden. Ja? Oder gefragt werden. Na? Und 10 sagen, ey, ja? Der Maurice ist geil. Für die 10
werde ich jedes TV-Format alles geben, mit ihm Lächeln ins Gesicht haben. Von daher, mein Bester, muss ich enttäuschen, gewöhne dich schon mal da. Ja, gut. Dann kommt die nächste Frage. Was ist deine größte Angst? Löwen-Emoji. Und da hat Maurice natürlich auch was zu sagen. Meine größte Angst? Na? Sehr schwer. Ja. Krieger haben vor nichts Angst. Und Löwenkrieger sowieso nicht. Ein Löwe und ein Krieger hat eigentlich vor nichts Angst. Aber da muss man... Ich hab's aber geschafft, oder? Ich habe es wirklich so zu denken wie Maurice schon. Das war ja genau die gleiche Antwort, die ich auch im Kopf hatte. Aber das ist dann alles tragisch, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich das alles neue kann. Noch ehrlich zu sich selbst sein. Ja. Ich glaube, wir haben alle Angst vor den Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Richtig. Nämlich die Gesundheit. Na? Dass vielleicht mein Familienmitglied von heute auf morgen nicht mehr da ist. Kann passieren. Bei mir persönlich, vor allem meine Eltern, dass dem was zustößt. Ohne meine Eltern bin ich nicht so. Deswegen sollte man die Zeit genießen, solange man kann. Weil Zeit ist sehr, sehr kostbar. Oder auch, dass ich vielleicht keine Familie haben werde. Kein Familienvater sein. Aber das sind Ängste, die kann ich alle teilen. Also da mache ich mir auch wirklich nicht drüber lustig. Oder da lache ich auch nicht mit jetzt. Also das kann ich alles verstehen. Und ich finde es gut, dass er sich hier so, ja, so emotional zeigt. Darf oder sein kann. Das sind so Sachen, die natürlich im Kopf einen beschäftigen. Mhm. Oder auch jetzt gerade in dem Moment, wo ich hier zu euch spreche, liegen welche im Krankenhaus und kämpfen gerade um ihr Leben. Egal, ob das kleine Kinder sind, ältere Menschen oder auch ein Familienvater oder eine Mama. So, deswegen einfach dankbar sein jeden Morgen für das, was man hat und hoffen auf positive Sachen. Eigentlich wäre das ein schöner Schlusssatz gewesen, aber leider nein, es wäre nicht Maurice, wenn noch eine Weisheit kommt, nämlich die Frage war, keine Frage, aber bleib genau wie du bist, du hast die perfekte Lebenseinstellung. Da hat Maurice natürlich auch nochmal dankende Worte zu sagen. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen lieben Dank für das liebe Kommentar. Ja. Ich würde nicht mal sagen, dass ich die perfekte Lebenseinstellung habe. Ja? Ich für mich persönlich finde, dass ich mein Gleichgewicht gefunden habe. Dass ich mit dem zufrieden bin, wie ich bin. Na? Auch mit meiner Lebenseinstellung. Aha. Und so sollte auch jeder an die Sache rangehen, aus meiner Sicht. Denn man sollte nicht anderen gefallen, sondern gefallen nur dir selbst. Weil wenn du dir nicht selbst gefällst, kannst du anderen Menschen nicht gefallen. Und in dem Sinne würde ich immer sagen, bleib deiner Linie treu, lass dich niemals verbiegen und ganz wichtig, hör immer nur auf dein Inneres. Und vielleicht einen besonderen Menschen in deinem Leben, der wirklich Gutes in Schilde hat, gute Absichten hat. Aber sonst bleib dir selbst treu, wenn du im Spiegel guckst und sagst, ey, ich bin geiler Typ. Genau wie ich bei KDS. Du bist geil. Nee, ich bin geil. Wir sind geil. Genau nach dem Motto. Und von daher nochmal Dankeschön für die ganzen vielen Fragen, weil dann sind auch so viele, kann ich beantworten. Aber Dankeschön und euch einen schönen Abend und passt auf euch auf. Ja, danke Maurice für deine Brandrede zur Lage der Nation. Was macht das mit euch? Fühlt ihr euch auch vom Krieger ausgebildet, vom Seepferdchen erwischt oder sagt ihr auch, was für ein Schwätzer? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Q&As von Maurice eigentlich wirklich ehrlich gesagt sehr unterhaltsam. Da ist immer sehr viel bei, wo ich sehr viel drüber reden kann mit euch, aber er verkörpert wirklich auch ab und an dann auch gute Sätze, die er sagt, wo ich dann sage, ja, unterstreiche ich. Und das muss man ihm lassen, auch wenn man Maurice kritisch unterwegs ist, das muss man ihm lassen. Es kommt schon immer wirklich sehr gute Ansichten bei rum. Ja, das ist einfach so, das stehe ich auch zu. Aber halt dann auch wieder so typische Maurice-Sätze, wo ich einfach nur mit dem Kopf schütteln kann. Für mich war es hier wichtig, euch dieses natürlich zu zeigen. Maurice redet zur Lage der Nation. Und ich glaube, weil ihr alle gefragt habt, wolltet ihr das auch alle wissen. Abonniert gerne den Kanal für weitere... Ich rede schon wie er. Abonniert gerne den Kanal für weitere lustige Trash-Highlights. Ich empfehle euch das Video von heute Morgen. Das war ja eine neue Formatvorstellung. Am Mittwoch geht's los. Um 20 Uhr. Wir telefonieren miteinander. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Und um die Frage nochmal zu beantworten, WhatsApp-Anrufe gehen natürlich auch. Die sind nämlich kostenlos. Also, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.